Hi, ganz herzlich willkommen. Ich werde hin und wieder gefragt, was ich eigentlich von Konkurrenzdenken unter Hundetrainern halte. Und deswegen möchte ich gerne heute dazu ein Statement abgeben, wie ich das für mich sehe. Meine Meinung ist, dass jeder Hundetrainer seine Daseinsberechtigung hat. Es gibt viele verschiedene Typen von Menschen, zumindest charakterlich gesehen. Es fühlt sich definitiv nicht jeder bei jedem Trainer wohl. Und wenn ich mit meinem Trainer nicht auf einer Wellenlänge bin, ist es schwierig, Vertrauen aufzubauen. Und ohne Vertrauen wird man in der Verhaltenstherapie nicht recht weit kommen. Da man sich dann als Kunde sehr schwer auf das Training einlassen kann und wahrscheinlich auch die Umsetzung hapert. Jeder Coach hat etwas Eigenes, das kein anderer ersetzen kann. Deswegen sehe ich niemanden als Konkurrenz an, sondern eher als Inspiration, da man von jedem etwas für sein eigenes Training mitnehmen kann, sodass die eigenen Kunden davon auch profitieren können. Egal ob fachlich oder wenn es um das Coachen von Menschen geht, die zum Beispiel schon seit Jahren mit ihrem Hund begleitet von Angst nach draußen gehen. Hat man verstanden, dass sich Kunden immer vom Typ Menschen angezogen fühlen, nicht nur von der Trainingsweise, weiß man, dass Konkurrenzdenken eigentlich gar keine Berechtigung hat.